Willkommen zum 31. Abend im Computermuseum. Mein Name ist, wie sich rumgesprochen hat, Clemens Krause. Ich bin hier das Faktotum und werde mich heute Abend an unserem analogen Flipchart auch als Bänkelsänger betätigen. Der Christian, der ist gerade dabei, noch was aus der Kategorie nicht nachmachen zusammenzulöten. Wir haben ja schon von der Elektrotechnik heute Nacht eine heftige Kopfnuss wegen Missverhaltens gekriegt. Der Ralf Braun und der Luca, der bloß mit plus minus 10 Volt in Berührung kommt als Analogrechner. Unser Thema heute Abend ist die Zuse Z22, natürlich pünktlich zum 22. Juni. Erstmal allgemein etwas zu den Zuse 22 Rechenanlagen. Und im Vorfeld des Abends haben wir in alten Videos gekramt und haben festgestellt, dass im Jahr 2002 im August, wenn ich mich recht erinnere, in der CT ein Bericht gekommen ist über eine demnächst abgebaut werdende Rechenanlage an der Fachhochschule Karlsruhe, einer Zuse Z22, was uns damals veranlasst hat, nach Karlsruhe zu fahren und mit unserem Hightech-Equipment ein digitales Video am 12. November 2002 zu drehen, wo der damalige Besitzer oder Erhalter dieser Rechenmaschine, der Herr Kammerer, uns gezeigt hat, wie diese Rechenmaschine rechnet. Damals hat sie noch gerechnet, heute rechnet sie wohl nicht mehr. Die Zuse Z22-Anlagen, die waren an den Hochschulen sehr beliebt. Das werde ich nachher zeigen. Die Universität Stuttgart bzw. die Technische Hochschule Stuttgart hatte damals die Z22 mit der Serie Nummer 4 und in dem Heft, was anlässlich des Kolloquiums über die Z22 veranstaltet worden ist, steht drin, dass die Fachhochschule Karlsruhe diese Z22 mit der Seriennummer 13 1961 gekauft hatte. Es wird gesagt, dass diese Anlagen so um die 400.000 Mark gekostet haben. Das hängt natürlich mit der Ausstattung zusammen. Und mir ist gesagt worden, dass die Z22 an der Universität Stuttgart am Institut für maschinelles Rechnen oder irgendwie Institut für instrumentelle Mathematik, so hieß das, von den Freunden und Förderern der Universität Stuttgart gezahlt worden ist. In dem Buch vom Lorenz Hanewinkel, er ist der eigentliche Konstrukteur dieses Computers, steht ein bisschen was drin, wo und wie die Maschine entstanden ist. Der Produktionsbeginn der Z22 ist noch in der alten Relaisstation in Neukirchen gemacht worden und man hat dann in Neukirchen einen Veranstaltungssaal gemietet, als die Produktion sich ausgeweitet hat und ist dann nach Hünfeld in den Schützenhofsaal, ein Hotelsaal, umgezogen, bevor man dann in Bad Hersfeld Räume gemietet hat. Das waren zum Schluss 30 Standorte der Zuse KG, wo ich einen dieser Standorte gleich zeigen werde. Auf diesem alten Verkaufsprospekt zur Z22 steht hinten als Adresse Zuse KG Bad Hersfeld, Weneberger Straße 4, und ich war im letzten Herbst in Bad Hersfeld und habe mich rumgefragt, wo es da Spuren von Zuse noch gäbe. Und da hat es geheißen, ja, da gibt es die Zuse-Scheune. Und ich habe die mir angeschaut, die wird zurzeit oder wurde damals gerade restauriert. Der hintere Teil ist abgebrochen und da oben sieht man ein Bild, das muss also so irgendwann 56 rum entstanden sein. Da sieht man das gleiche Gebäude. Man sieht,
da sieht man hier, hier kann man es ahnen, dass da der hintere Teil in der Zwischenzeit abgebrochen ist. Und wenn man sehr nah an das Originalfoto rangeht, dann sieht man, dass hier so ein Blechschild raushängt, auf dem Zuse steht. Und wenn man weiß, dass Konrad Zuse zur damaligen Zeit ein BMW V8 gefahren hat, so ein Direktorenwagen, dann kann man ahnen, dass an dieser Stelle der Bürzel eines BMW V8 rausragt. Das war also offensichtlich der Chefparkplatz. Das war der Beginn. Danach wurde die Produktion eben ausgeweitet und man hat eigene neue Produktionsstätten bezogen. Aber das ist jetzt hier nur allgemein zu der Zuse Z22, zur Technik der Z22 werde ich nachher noch was sagen. Der zweite Teil des Abends war ja angekündigt, Röhrenrechenschaltungen, Röhrenrelais, und das begann mit einem der Weggefährten von Konrad Zuse, das ist der Helmut Schreier gewesen. Dank der Fernleihe im deutschen Universitätsbibliothekswesen kann man sich also sehr interessante Literatur über die Fernleihe kommen lassen. Das ist also die Dissertation Helmut Schreiers. Er hatte schon mit Zuse an der Z1 mitgearbeitet in den Anfang der 36 bis 38 und er hat Fernmeldetechnik studiert, die damals natürlich komplett mit Relais ausgerüstet war. Und er hat also Konrad Zuse gesagt, hey, du mit deinen klapperigen Relais. Konrad Zuse hat bei seiner mechanischen Schaltgliedtechnik auch noch von Relais gesprochen. Relais kommt ja aus einer ganz anderen Ecke. Das waren ja die Postkutschenstationen, wo die Pferde ausgewechselt waren. Insofern hat die alte Poststelle in Neukirchen sehr gut zu der Relais-Technik von Zuses Computern gepasst. Aber Helmut Schreier hat also Konrad Zuse dann dazu gebracht, sich mit Relais zu beschäftigen und die Z2, Z3, Z4 und so weiter, die Relaismaschinen, die sind also mit dem Fachwissen von Helmut Schreier gestartet. Helmut Schreier hat dann weiter gedacht, es kam ja damals Fernmeldetechnik zusätzlich zur Vermittlungstechnik, er kannte die Röhrentechnik und seine Dissertation ging dann über Elektronenrelais. Man kannte ja damals aus der damaligen Zeit eben Empfangsschaltungen für Funk- und Radioempfänger und Senderschaltungen, aber so etwas wie eine digitale Schalttechnik, die war also relativ unvorstellbar. Es gab auch keine speziellen Röhren dazu. Und hier sind zwei Seiten aus der Dissertation von Helmut Schreier über sein Elektronenrelais. Ich hatte ja vorher schon mal in einem früheren Vortrag, als es um die Addierer ging, über den Kirchhof-Adder von Wilhelm Ludwig van der Poel gesprochen. Der hat das ja nach dem Krieg gebaut. Helmut Schreier hat eine damals 1938 von der Firma Telefunken auf den Markt gebrachten Niederfrequenz-Endtriode, der EDD-11, dieses Röhrenrelais konzipiert, was also eine noch komplett andersartige Schaltungstechnik hatte, als man das heute macht. Es ist letztlich auch so ein Kirchhof-Adder. Ich habe nämlich zwei Eingänge, die aufaddiert werden. Und das ist nichts weiter als eine Kathodenbasisverstärkerstufe. Der Ausgang dieser Kathodenbasisverstärkerstufe geht an das Gitter der nächsten Röhre und an dem Ausgang dieses Gitters, an dem Ausgang der Röhre an der Anode über den Arbeitswiderstand sind jetzt zwei Glimmlampen angeschlossen. Und die Glimmlampen, die haben eine interessante, aufgrund ihrer Physik, eine interessante Eigenschaft. Sie realisieren das biblische Wort von eure Rede sei ja, ja, nein, nein, alles andere ist von übel. Eine Glimmlampe zündet und brennt oder sie zündet nicht und brennt nicht. Das heißt, die wurde
Bei dem von mir nachgebauten Transistor Kirchhoff Adder habe ich anstelle der Glimmröhren Zehnerdioden genommen, die nicht ganz so digital sind, sondern die beginnen halt bei ihrer Zehnerspannung zu leiten. Eine Glimmröhre, die zündet, wenn die Zündspannung überschritten ist, und sie erlischt, wenn die Brennspannung unterschritten ist. Man kann damit dieses in einem analogen Addierwerk diese in einem analogen Addierwerk aufaddierte Spannung zum Schluss wieder digitalisieren. Man muss eben den Zündzeitpunkt so einstellen, wenn ich jetzt hier ein Oder haben will, dass die Glimmröhre zündet, wenn entweder eine der beiden Tasten geschlossen ist, oder wenn ich das etwas anders einstelle, dann wird ein Und, dann müssen eben beide Tasten geschlossen werden. Das wird also rein durch Variation der Zündspannung bzw. der Gleichspannungsvoreinstellung der Glimmröhre bewirkt. Das waren also sehr frühe Ideen, noch nicht ausgereift mit den damals zur Verfügung stehenden Niederfrequenz- oder Hochfrequenzröhren. Helmut Schreier hat an einem Vortrag an der TH Berlin hat er mal ein elektronisches Rechengerät propagiert und hat da also seine Ideen dargestellt. Und als man ihn dann gefragt hat, wie viele Röhren er dann glaubt, dass er für dieses elektronische Rechengerät brauchen würde, da sagt er 2000. Und damit war im Prinzip die Diskussion im höhnischen Gelächter des Publikums untergegangen. Das konnte man sich natürlich damals nicht vorstellen. Spätere Rechner hatten natürlich, so die Großrechner in den USA, hatten solche Röhrenzahlen. Eine Zuse Z22 zum Vergleich, die hatte 400 Röhren. Unser LGP30 hier, der hat 128 Röhren. Also das muss man eben abhängig machen von der verwendeten Schaltungstechnik und den zur Verfügung stehenden Bauelementen. Schreier hat dann tatsächlich sogar Telefunken dazu gebracht, eine Spezialkonstruktion, eine Sonderröhre, falls die jemand in seinem Radiobastelkasten findet. Das ist die EDE 113. Das ist also eine Stahlröhre, eine Triode mit einer Tetrode kombiniert. Und 113, also normalerweise haben die Stahlröhren die Ziffern 11, jetzt fällt mir noch eine EF15 ein. Höhere Ziffern kenne ich nicht. Und wenn man dann Sonderröhren hatte, dann hatte man also die hat man 111 oder 113 gesagt. Leute, die auch noch mit diesen alten Röhren, mit dieser alten Röhrentechnik gekämpft haben, das war ein Franzose, Louis Cuffignal hieß der gute Mann. Der hat am Institut Blaise Pascal in Paris einen Elektronenrechner konstruiert, ein elektronisches Rechengerät. Das dürfte wohl auch in den frühen 50er Jahren gewesen sein. Finde ich jetzt natürlich gerade nicht. Das ist ein tolles Bild, was da drin ist. Findet alles möglich, aber dieses Rechengerät findet man nicht. Ja, naja, gut. Und er hat da einen Schaltplan in dem Buch veröffentlicht. Und das ist eine ganz interessante Technik. Radiobastler sehen das natürlich, dass er hier zum Beispiel die Endpentode EL41, eine Rimlock-Röhre, eine Rundfunkröhre benutzt hat. Und dann hat er hier eine ECC40, eine Doppeltriode, wieder EL41 und so weiter. Und als Speicher hat er Glimmröhren benutzt. Das ist eben eine zweite Eigenschaft von Glimmröhren, dass sie zwei stabile Punkte auf der Kennlinie haben. Sie haben ein Stück negative Kennlinie. Das heißt, so eine Glimmröhre, die kann zünden und kann dann den gezündeten Zustand als logisches, als Bit speichern, und sie kann erlöschen. Und man kriegt auf diese Weise sehr einfache Speicherzellen, die man mit sonst keinem elektronischen Element hinbringt. Und aber auch Louis Cuffignal hatte eben mit diesen normalen Röhren zu kämpfen. Es gab dann
Als sich die Rechenmaschinen weiter verbreiteten, haben die Röhrenhersteller angefangen, spezielle Röhren herzustellen. Da haben wir doch, glaube ich, auch hier noch einen großen Prospekt, die Vergrößerung dieses Prospekts. Und da gab es eben die farbige Serie, Verstärkerröhren der Farbserie. Wenn man sich die heutigen Autos anguckt, kann man sich das vorstellen, dann hätten die damals hellgraue, dunkelgraue und sonstige Röhren gehabt. Die blaue Serie, die war für Luft- und Seefahrt. Die grüne Serie war für Rechenmaschinen. Gelbe Serie ist für Nachrichtenweitverkehr. Und die rote Serie, die war eben für industrielle Fertigung in unserem LGP 30, das sind meistens Röhren der grünen Serie. In der Z22 sind sowohl Röhren der roten als auch der grünen Serie drin. Die haben bestimmte Eigenschaften. Man betreibt ja normale Verstärkerröhren im A-Betrieb, das heißt, der Anodenstrom liegt in der Mitte der Kennlinie irgendwo und wird etwas höher oder niedriger moduliert. Ganz anders in Rechenmaschinen, die digital arbeiten, da wird die Röhre eben voll durchgeschaltet. In den Büchern steht sogar, sie würde mit kleiner positiver Gitterspannung, also mit Gitterstrom betrieben werden, oder sie ist voll gesperrt. Und das mögen Röhren mit indirekt geheizter Kathode im Normalfall gar nicht. Wenn sie über längere Zeit gesperrt sind, dann gibt es eine Zwischenschicht auf der Kathode und sie verlieren ihre Emissionsfähigkeit. Nicht Ich zeige jetzt Schaltpläne. Ich habe ein paar Module aus einer Z22, die gab es einst auf dem Flohmarkt. Ich bin gerne, das muss so Ende der 80er oder 90er, Anfang der 90er, Ende der 80er Jahre, da bin ich immer nach Bruchsal und nach Karlsruhe auf den Flohmarkt gegangen und da stand ein Herr, der hatte kistenweise solche Module. Zur damaligen Zeit hat sich natürlich außer mir keiner dafür interessiert und ich habe jetzt mal mir die Mühe gemacht, den Schaltplan dieses Moduls aus einer Z22 rauszuzeichnen und man sieht, da sind jetzt schon. Man sieht das ja vielleicht hier, die E90CC, das ist eine Röhre aus der grünen Serie. Und man sieht, dass das hier zwei Flipflops sind. Beziehungsweise ist nur ein Flipflop. Man sieht hier die Mitkopplung von der Anode des rechten Triodensystems, geht dieses RC-Glied auf das Gitter und von der Anode der linken Triode geht das auf das rechte Gitter. Und weil die Werte dieser Widerstände sehr schlecht abzulesen sind, habe ich die ausgemessen und habe die interessante Feststellung gemacht, dass auf diesem Modul alle Widerstände, die mit 100 K beschriftet sind, alle Widerstände einen Wert von 70 K gekriegt haben. Das heißt, sie hatten irgendeinen Alterungsprozess hinter sich, der den Wert nach unten gebracht hat. Man sieht, das Problem bei Röhren ist, dass die Anodenspannung ja bei einem relativ hohen Wert, so bei 100 Volt oder sowas, Betriebsspannung ist 250 Volt normalerweise, Anodenspannung liegt dann irgendwo dazwischen, also ein relativ hoher positiver Wert und dieser hohe positive Wert darf eigentlich nicht auf das Gitter kommen. Das heißt, wenn ich so ein gleichstromgekoppeltes Flipflop habe, dann brauche ich eine große negative Gittervorspannung. Man kann jetzt sehen, ich habe hier im Prinzip einen Spannungsteiler 1:1, der wenn ich jetzt hier hingehe und nehme eine Anodenspannung von 100 Volt an, damit die Gitterspannung hier in die Gegend von 0 Volt kommt, muss ich hier eine negative Gittervorspannung von minus 100 Volt anlegen. Dann habe ich hier einen Gleichspannungsteiler und das Gitter liegt dann also irgendwo in diesem Wert. Und wenn jetzt also die Anode einen Swing macht, das heißt, wenn jetzt die Röhre eine der Röhren leitet, dann gilt diese Spannungsteilerregelung nicht mehr, dann wird also das Gitter hier negativ. Das ist ein bisschen
bisschen problematisch. Das ist relativ viel analoge Elektrotechnik, die man in so einem Flip-Flop drin hat. Und jetzt habe ich mir überlegt, was diese komische Schaltung hier bedeutet. Da sehe ich nämlich, dass ich die Kathode von diesem linken Triodenpaar ist an einem anderen Potential angeschlossen. Also 11 bezieht sich immer auf den Sockel der Röhre. Also diese Kathode ist bei 11 angeschlossen und diese Kathode ist bei 8 angeschlossen und auch die Anode ist hier ebenfalls an unterschiedlichen Pins angeschlossen und man sieht es zwischen den beiden Teilen der Röhre gibt es keine galvanische Verbindung, sondern das geht nur über diese Kondensatoren. Wir haben im LGP30 gleichspannungsgekoppelte Verstärker, wo man also sozusagen den Eingang der zweiten Stufe an die Anodenspannung der ersten Stufe anlegt. Das heißt, man hat zwei ineinander geschaltete Anodenspannungen hintereinander und hat dann einen sehr großen Potentialunterschied zwischen dem Ausgang eines solchen Gleichspannungsverstärkers. Und dazu dienen also diese Kondensatoren, wenn jetzt hier ein Differentialimpuls kommt, das könnte man sich vorstellen, dass dieses Gatter eben am Ausgang des Leseverstärkers vom Kernspeicher oder von dem Trommelspeicher stammt. Was man an diesen, das ist jetzt ein zweites Modul, da ist nur eine Röhre auf dem ganzen Modul montiert, das ist fast die gleiche Schaltung, die gleichen Werte und bei diesem zweiten Modul, da hatten tatsächlich die 100 Kiloohm Widerstände noch ihre 100 Kiloohm, die sind also nicht gealtert. Wenn man jetzt diese Zuse-Schaltung vergleicht, dann kommt die mit relativ wenig Bauelementen aus. Wir haben rechts daneben ein Flip-Flop aus unserem LGP30. Das hat immerhin den Vorteil, dass da Spannungswerte mit angegeben werden. Wenn ich irgendwie Literatur über Röhrenschaltungen sehe, dann ist das nur prinzipiell angegeben und man weiß nie, wie die Werte tatsächlich sind. Und man sieht also, dass hier bei unserem LGP30 eine Anodenspannung von 150 Volt anliegt und eine Moment, oh, da ist irgendwie ein Batzen drüber gekommen. Eine Kathodenspannung, eine negative Spannung, das ist hier ein Artefakt, weiß ich gar nicht, wie das passiert ist, von minus 160 Volt. Da kann man einen Widerstand erahnen, an dem dann nochmal 35 Volt abfällt. Und da kann man dann also sehr schön sehen, dass da doch ein ziemlicher Aufwand getrieben worden ist beim LGP30 im Gegensatz zu dieser Z22. Und da gibt es in den Memoiren vom Konrad Zuse eine etwas süffisante Bemerkung. Er hat sich ganz gerne mal über andere Leute lustig gemacht. Er hat auch mal über den Heinrich Seifers eine nicht so schöne Bemerkung in seinen Memoiren gemacht. Und er schreibt jetzt also über den jungen Physiker, der frisch von der Universität gekommen wäre, der also keine Impulsschaltungen, sondern der Verstärkerschaltungen gebaut hat. Und die hätten natürlich aus den Impulsen irgendwie eine gedämpfte Sinusschwingung gemacht. Und das dürfte wohl so etwas sein. Der Stanley Frankel bei der Konstruktion seines LGP30, der hat da schon deutlich mehr Aufwand in dieses Flip-Flop reingebracht. Ich halte jetzt mal hier ein Stanley-Frankel-Modul hin. Das ist ein Dreifach-Flip-Flop aus unserem LGP30, der im ganzen Rechenwerk ja bekanntlich nur 15 Flip-Flops enthält. Und daneben dieses Modul von Zuse. Der Folklore halber steckt da jetzt eine E88C. Das ist also so eine eine Röhre der roten Serie drinnen. Wenn man sich das jetzt anguckt, dann ist dieses Zuse-Modul unendlich kompliziert aufgebaut. Es sind 5 Stockwerke. Christian hat das identifiziert. Das sind die Platinen, die bei Bildröhrenfassungen verwendet worden sind. Denn das hier sind duodekal Sockel von Röhren.
Quetschfußröhren sind das. Was man auch nicht ohne weiteres sieht, dass in diesen Köchern in jedem der Zuse-Module zwei Germaniumdioden OA191 drinne stecken. Das sind die. Die hat also Zuse aus irgendwelchen Gründen da rein praktiziert, weil er Angst hatte, dass sie durch Lötprozesse zu warm werden würden. Ich habe noch keines dieser Zuse-Module gefunden, wo nicht zwei solcher Dioden drinne sind. Einen Trick, den Stanley Frankel angewandt hat, den sich Zuse Hanewinkel gespart hat, ist, dass er die Ausgangsspannung der Flipflops geklemmt hat. Wenn ich einfach so eine Röhrenschaltung habe und die Röhre sperrt, oder dann geht die Spannung so in eine Exponentialkurve nach oben. Sie steigt langsam an durch die Kapazitäten. Das heißt, sie steigt nicht so schnell an, wie man es gerne hätte. Und aus dem Grunde hat Stanley Frankel an den Ausgang seiner Flip-Flops Klemmdioden geschaltet, die den Ausgangshub des im LGP3 sehr exakt zwischen 0 und minus 20 Volt festhalten. Unabhängig von den hohen Betriebsspannungen, die sonst noch in diesem Rechner drin waren. So, das war jetzt mal die Sache mit den Röhren. Noch zum Schluss, das hatte ich glaube ich schon gezeigt, durch die gedruckte Schaltungstechnik, die noch relativ aufwendig war. Man hat nämlich die Bauteile hier an Lötösen angelötet und hatte aber schon zweiseitig geschaltete Platinen. Die Logikplatine des LGP30 ist sogar eine Multilayer-Platine gewesen. In dem Video von der FH Karlsruhe, da spricht der Herr Kammerer dann von der aktiven und von der passiven Seite der Z22. Da muss man etwas hinhören. Der Ton damals war nicht so wahnsinnig toll. Und die aktive Seite, das sind also entweder hier diese Module vom LGP30 und konzentriert auf dieser vierlagigen Multilayer-Platine sind das die... ist das der Logikteil, die 685 Germaniumdioden, die die Logik ausmachen, das LGP30. Und man sieht, das sind zwei aneinander montierte doppellagige Leiterplatten. Das heißt, es ist also eine sehr frühe Multilayer-Platine. Es ist nicht überliefert, wie man da irgendetwas reparieren kann, wenn da was kaputt geht. Das ist relativ aussichtslos. Und das Gleiche, also schaltungstechnisch das Gleiche, ist bei der Z22, wenn die Maschine noch existiert, dann rede ich immer im Präsens, nur wenn ich weiß, sie sind alle verschrottet, dann rede ich in der Imperfekt-Sprache. Und bei der Z22 war es eben so, dass die Logikgatter, die werde ich jetzt gleich zeigen, ebenfalls auf solchen Einzelmodulen montiert waren, was natürlich zur Folge hatte, dass man einen ungeheuren Verdrahtungsaufwand hatte, der von Hand gemacht werden musste. Und dadurch, dass ich nur 12 Anschlüsse an diesen Röhrensockeln oder an diesen Stecksockeln habe, ist natürlich auch die Zahl der Gatter, die ich auf einem solchen Teil unterbringen kann, begrenzt. Es hatte im Gegensatz zu der Logikplatine des LGP30 natürlich den Vorteil, dass man Änderungen leichter machen kann. Also diese Maschine, die Z22, ist sicher so mit Trial and Error entstanden. Und man sieht es auch beim LGP30, dass an dieser Stelle eine Änderung in der Logik vorgenommen worden ist. Das heißt, hier habe ich eine kahle Stelle in der Logikplatine. Man hatte also diese Änderung eingebaut, ohne dass man die Platine nochmal neu gemacht hat. Das ging natürlich damals noch nicht mit CAD, sondern es ging mit Klebefilm und fotografische Reproduktion. Da sieht man genau hier, wir wissen, welche zwei Stellen in der Logik hier geändert worden sind. Wenn jetzt an so einer Z22 was geändert werden musste, war das natürlich durch diesen etwas lockereren Aufbau deutlich leichter möglich.
Muss ich mal gucken. Ja, da komme ich jetzt aber gleich noch drauf zu sprechen. Ich erzähle jetzt bloß noch etwas zu einer Erfindung vom Lorenz Hanewinkel. Er hat im Prinzip, weil die Maschine ja den Schnellspeicher hatte, diesen Magnetkernspeicher, damals REM genannt, der einen sehr großen Aufwand für die Ansteuerung hatte. Das sind also diese Magnetkerne von dem Speicher. Und da hat er mit magnetischen Ringkernen und elektrischen Impulsen ein magnetisches Schieberegister gebaut. Das kann man sich beim Deutschen Patentamt in der DePatis Datenbank unter der Nummer 1098256 angucken und kann sich das erklären lassen, wie es geht. Patentsprache ist eine ziemlich üble Mischung aus Fachjargon und Juristenlatein. Das ist nicht leicht zu verstehen, aber das ist also eine wichtige Methode gewesen, um Röhren einzusparen. Die Maschine war ja 38 Bit lang, das heißt, man hätte jetzt für ein 38 Bit langes Schieberegister eben 38 Doppeltrioden oder wahrscheinlich 76 Trioden für dieses Schieberegister alleine gebraucht. Und das war also eine interessante Erfindung von dem Lorenz Hanewinkel. Das hier ist der Blockschaltplan unserer Z22, die Z22-04 am Recheninstitut der TH Stuttgart. Da ist ein etwas neueres Datum. Wir haben andere Pläne, wo ältere Daten drauf sind. Und das sind jetzt also im Prinzip der elektrische Aufbau der Maschine, nämlich das Befehlsregister. Das ist eigentlich nur ein 38-Bit langes Schieberegister, in dem eben diese funktionalen Bits wie Zuse es genannt hat, analytischen Codes der Z22 drinne war. Ich würde es genauso gut auch als synthetischen Code bezeichnen, weil er nämlich den Befehl aus einzelnen funktionalen Bits zusammengesetzt hat. Und da sieht man ganz genau, das Wort, was aus dem Speicher kommt, wird hier über ein Schieberegister parallelisiert und am Ausgang des Schieberegisters sind jetzt hier UND-Gatter mit verschiedenen Eingängen. Also hier dieses UND-Gatter hat zum Beispiel drei Eingänge und das geht dann weiter auf ein UND-Gatter mit sechs Eingängen, das dann irgendein Flip-Flop setzt. Das sind diese passiven Diodenpyramiden, wo man eben mehrere passive Gatter hintereinander schaltet. Und jetzt kann man sich also überlegen, wenn ich hier so ein Gatter habe mit 1, 2, 3, 4 und eins mit sechs Eingängen und zwei Ausgängen. Das heißt, ich kriege auf ein solches Röhrenmodul mit diesem 12-pinnigen Duodekalsockel kriege ich also nicht sehr viele Gatter drauf. Natürlich kann man Eingänge zusammenfassen oder Ausgänge zusammenfassen, aber es ist also eine sehr begrenzte Schaltungstechnik damit möglich. Und das ist etwas, wenn man also eine Z22 zum Beispiel mal in TTL-Bausteinen nachbauen wollte, dann ginge das damit eigentlich ganz gut. Jetzt haben wir eigentlich fast alles. Und jetzt müssen wir mal den Christian aus seinem Mauseloch hervorkramen, damit er ein Experiment aus der Reihe nicht nachmachen uns jetzt hier vorführt. Also mit einem dieser Zusatzmodule sollte ich jetzt mir mal was einfallen lassen, wie ich das zumindest für dieses Video kurz in Betrieb nehmen kann. Am besten eignet sich natürlich ein Flipflop und das Zusatzmodul hat den Vorteil, dass es hier zwei Glimmlampen hat, um den Zustand des Flipflops anzuzeigen. Also es ist eines von diesen zwei Glimmlampen immer auch am Leuchten, welches dann anzeigt, welches System der Doppeltriode gerade leitet. Der Clemens hat mir den Schaltplan auch jetzt gegeben für dieses Triodenmodul oder Flipflop-Modul von Zuse. Und anhand der Belegung habe ich jetzt hier eine hochprofessionelle Konstruktion gemacht für die Spannungsversorgung, weil die Röhrentechnik arbeitet mit hohen Spannungen. Also ich brauche Anodenspannungen von deutlich über 100 Volt, 150 bis 200 Volt ungefähr.
Ich brauche allerdings, damit die Systeme nicht automatisch leiten, brauche ich auch negative Gittervorspannung, so im Bereich von minus 50 Volt, wie sich das eben empirisch gezeigt hatte. Und dazu habe ich hier ein kleines Netzteil zusammengebastelt, das im Wesentlichen aus einem Netztrafo besteht, das 300 Volt Wechselspannung, und daraus habe ich über zweimal Einweggleichrichtung die positive und negative Spannung abgeleitet. Um die Spannung allerdings einspielbar zu machen und auf der sicheren Seite zu sein, ich hänge jetzt mal meinen Plan dahin, habe ich hier noch ein Regel-Trenntrafo. Trenntrafo ist immer gut, wenn man einen fliegenden Aufbau mit Netzspannung in der Gegend hat. Ich kann die Ausgangsspannung einstellen. Die habe ich dann so eingestellt, dass die Funktion des Moduls gerade gegeben ist. Da dieser hübsche antike Stelltrafo aus einem riesen Ringkerntrafo besteht, sorgt er natürlich meistens, wenn man ihn einsteckt, dafür, dass das Versicherungsautomat auslöst. Deswegen hat man oder habe ich hier als Schutz davor wiederum hier eine Einschaltstrombegrenzung. Da dieses Ding da von Philips als Ausgang allerdings nur 4 mm bzw. Flachstecker nach amerikanischem Standard hat und ich keinen Schuko-Stecker mit den 4, irgendwas Millimetern Stiften einstecken kann, habe ich mir hier noch eine Zwischenverlängerung gebaut aus mit Hilfe eines alten Vorkriegsnetzsteckers. Die waren hier alle noch exakt 4 mm. Hier runter auf meine Steckdosenleiste, hier runter dann zu meinem Netzgerät. Ich mache mal das Licht aus, damit man hier gleich das Modul sieht. Und zwar muss ich erstmal die Röhre heizen. Dafür habe ich dieses eine Netzteil. Und wenn man jetzt da hinzoomt, sieht man, dass die zwei Trioden in dem Kolben jetzt geheizt werden. Man sieht oben das Ende der Kathodenhülsen dann leuchten. Die Kathoden sind innen versteckt, aber die oberen Enden, die sieht man dann immer schön glimmen. Das heißt, die Röhre ist schon vorgeheizt und jetzt lege ich die Betriebsspannung an, auf professionelle Art, nehme ich den Stecker rein, zack. Und was man jetzt gleich sieht, ein Flipflop, das unter Spannung gestellt wird, hat keinen definierten Zustand. Also es ist in einer der zwei möglichen Stellungen. Welche Stellung ist rein zufällig, beziehungsweise abhängig von den Bauteiletoleranzen. Die Bauteile haben an sich die gleiche Dimensionierung, aber durch die Toleranzen auch der Röhrensysteme gibt es immer oder in der Regel eine bevorzugte Einschaltstellung. Und wie man sieht, ist jetzt hier das rechte System aktiv, die entsprechende Glimmlampe leuchtet und das andere System nicht. Also die Glimmlampe nenne ich Flip und die andere nenne ich Flop. Hier, das ist der Duodekalsockel, den der Clemens vorhin erwähnt hat. Da habe ich die ganze Betriebsspannung angeschlossen und ein paar andere Sachen gemacht. Die beiden Anoden gehen über die Anodenwiderstände auf eine gemeinsame Leitung. Da liegt zum Beispiel hier der Plusausgang von meinem Netzteil, da habe ich hier jetzt eingestellt, ja, so knapp 160 Volt plus. Die Glimmlampen sind extra angeschlossen über den Anschlussstift 12. Den habe ich jetzt Einfachheit halber auch einfach mit Stift 6 verbunden. Dann brauche ich hier die negative Gittervorspannung, die über die Stifte 1 und 11 zugeführt werden. Die habe ich mit so einem Dolchkabel miteinander verbunden und dann hier über einen kleinen Spannungsteiler mit dem negativen Ausgang und habe hier jetzt so ja, minus 64 Volt.
So viel grob zu diesem Aufbau. Im Rechner oder in der Logik wird das Flip-Flop über die entsprechenden Setzeingänge hier umgeschaltet. Das sind Diodeneingänge hier. Und der Ausgang oder die zwei Ausgänge des Flip-Flops, das sind dann entsprechend komplementäre Ausgänge. Die kann man hier über die Anschlüsse 3 und 10 abgreifen. Und was ich jetzt einfach zeigen möchte, ist, dass das Flip-Flop mit dieser externen Beschaltung funktioniert. Ja, jetzt ist Flop angegangen. Und immer wenn ich hier, warum auch immer, dran stipse, schaltet das Flip-Flop um. Wahrscheinlich gibt es hier einen kleinen Impuls auf der Masseleitung oder wo auch immer, welches dafür sorgt, dass ein Impuls irgendwie dann auf das andere System übertragen wird. Und diese Glimmlampen haben in der Schaltung keine Funktion, außer dem Wartungstechniker eben zu zeigen, in welcher Stellung das Flip-Flop gerade steht oder ob es denn überhaupt funktioniert. Titsch, 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 titsch. Ja. Damit sind wir jetzt fast am Ende. Die Leute, die bisher durchgehalten haben, die werden jetzt mit unserem Video aus dem Jahr 2002 belohnt werden. Gucken Sie es an. Und der nächste Termin ist am 13.07.2023. Wissen wir noch nicht genau, vielleicht zeigen wir dann was zu Wang-Rechnern. Da hat sich ja inzwischen auch einiges angesammelt. Vom Loki 300 bis zum Wang 2200. Alles, wo Intel Outside draufsteht. Dann wünsche ich jetzt einen schönen Abend und ja, für Sie geht das ja noch weiter. Wir gucken dann den Film auch an. Alles klar. Tschüss. Und dann war das auch so, das ist ja noch ein 50-Hertz-Motor und dann mit dem 1:2-Übersetzung, sodass es dann mit 6000 Umdrehungen läuft. Ja. Normalerweise wären es ja nur 3000. Haben Sie gleich einen Fehler, wenn die 60 Hertz nicht stimmen, stimmen dann die 50 Hertz auch nicht. Ja, das würden wir ja heute quarzgesteuert machen. Ich bin jetzt hier bloß gerade sehr am Staunen, was für progressive Bauteile denn der Herr Zuse bereits in den 50er Jahren gebaut hat. Das ist nicht ganz fair, das schmeiße ich nämlich auch wieder raus. Das ist ein Ding von uns. Ich weiß, wir haben auch schon fair. Wir hatten da noch als letztes Ding schnell einen Fazitstand erfahren. Ah, ja. Ja. Mhm. Aber das muss ich jetzt wirklich raus, das fragt mich nämlich jeder. Ja. Also wenigstens ein Blechdeckel aber drüber machen. Wir haben damals sogar, das war aus anderen Dingen. Also immerhin Halbleiterdioden, das war wohl noch original. Ja, ja. Ne, das muss gebaut worden sein. Das ist ich würde sagen, vielleicht 67, 68. Gab es die Chips. Sondern diese verfluchten Elkos, weil die austrocknen. Deswegen das ganze Netzteil haben wir. Dann diese Lenkleuchtrichter setzen durch die Hitzung. Da haben wir schon ein bisschen Nachkommen. Was mich interessiert eigentlich, was man immer sieht, was sind denn das hier für Module? Also das ich kenne die Röhrenmodule. Ja, das ist deswegen, die Z22 hat eine bewusst gemachte aktive Seite, das ist die Röhrenseite, also auf der anderen Seite, wo die rund 500 Röhren stecken. Mhm. Und eine passive Seite. Das heißt, die passive Seite sind hier alles Gatter, die unten Oders. Ja. Die also nicht als NAND funktionieren, sondern die bräuchten dann wieder eine Röhre dazu. Ja. Das heißt, das sind die logischen. Ja, diese Diodenpyramiden. So ist es. Ja. Das heißt, Sie finden da immer, wenn Sie reinschauen, sehen Sie immer die Dioden. Ja. Sehen Sie es da? Weil, also wir haben ja da in dem LGP30 ist ja so ähnlich, da haben wir auch Flipflops oder Treiber und dann kommen so 5-6 Schichten Dioden, die sind dann auch konzentriert auf einer großen Platine, nicht? Und das ist jetzt praktisch... Der hat es ja rein modular gemacht, ich weiß nicht, ob das bei der LGP dabei so genauso ist, die kenne ich übrigens nicht. Ja. Er hat es ja versucht auf die kleine...
Ja. Das ist jetzt die reine Peripherie. Ja. Und ja. Im nächsten kommen dann die Stabilisatoren, der Motor kommt. Jetzt läuft der Trommelmotor. Hat ein gewisses Gewicht, das muss ich auch haben. Ja. Weil das ist von Zuse damals recht geschickt gemacht. Sie hat oben, also wie gesagt, die Trommel selber ist Aluminium, dann unten ein Zahnkranz, also gefräst, mit Zacken drauf. Ja. Heute würde man einen Rollgenerator nehmen oder so, also einen Allgenerator. Ja. Damit ist die Maschine dann getaktet. Dann wird der Takt von der Trommel abgenommen. Also nennt man das die Urspur. Ja. Und da oben, das sehen Sie an dem weißen Kabel, ist ein Magnet und dann wird die Trommel unten aus dem Lager rausgeholt. Deswegen läuft sie fast reibungslos, weil sie schweben tut sie nicht, aber sie wird angehoben, entlastet. Wird entlastet. Ja. Von den Spannungen her, das ist auch, damit die Röhren länger leben. Ja. Werden die erstmal mit halber Stärke geheizt, oder? Das war eine ganze Weile. Ja. Deswegen ist das alles noch dicht. Hier steht so kalt. Ja. Irgendwann kommt das eine nach der anderen. Ist das eine Relaissteuerung, die das Auto... Das ist eine Relaissteuerung, hinten mit dem Thermorelais zum Zeitteil gemacht. Also nicht mit der C-Geschichte, sondern mit einer langsamen Erwärmung vom Bimetall und dann... Wir haben so Motorschaltrelais, die 50 Sekunden anheizen und dann... Das sind ja hier Minuten, das müssen Sie nicht mehr. Da müssen Sie schon mit einer ganz schwachen Heizwicklung müssen Sie dann in dem schwarzen Relais ähnlichen Ding müssen Sie es dann und dann irgendwann schnappt dieser Motor rüber. Ja. Wenn es mir passiert, mache ich vor, mit dem schneide ich hin und dann geht es ein bisschen schneller. Naja, das ist aber nicht nett den Röhren gegenüber, oder? Nee, das ist, da kommt es dann wirklich nicht mehr vorbei. Jetzt merkt man langsam, kommt die Drehzahl. So langsam. Ja. Ich meine, da ist ja auch noch die Akustik mit dabei. Ja, das Hochfahren ist eigentlich für mich immer fast das Interessante. Ja. Da kommt dann Leben in die ganze Sache. Ja. Das ist auch die Zeit, die wir vielleicht um abzugucken, wenn Wasser drin wäre. Ja. Da seht ihr, das ist der Originalboden da. So eine Geschichte von dem Zuse, das mir so imponiert hat. Da war es ja bis 81. Zum Beispiel ein Alu-Mobil aber gar nicht drin.
weil es keinen großen Sinn macht. Weil, ja. weil Was haben Sie auf der Trommel? Wir haben im Moment haben wir das Grundprogramm drauf. Das ist leider, können wir beides nicht gleichzeitig fahren. Ja. Wir brauchen zum Allgemeinen 45 Minuten. Ja, ja. Da kann ich nichts besonders vorführen. Laden Sie den von über den Fernschreiber auf, oder? Den muss ich über den 50 Boot oh je. 45 ja. Minuten, das wird es gar nicht. Klar, deswegen ja. haben wir ja versucht, gerade mit dem schnellen Laser dort ja. ein bisschen. Ja. Das heißt, ein Stanzer ist es dort und Laser ja. Über Ferrandi und ja. Da was zu machen. Haben wir auch gemacht. Ja. Aber jetzt haben wir das Grundprogramm drin, weil das ja. Grundprogramm sind bis unten, die 2048 unten, ja. weil wir genau genommen 1024 unteren, ja. sind immer 512er Blöcke. Ja. Die brauchen wir nicht, deswegen haben wir auch halten. Man hat da Schweißsperren hier, diese Schalter. Ja. Sie sehen, dass 0 und 1, also bis 512 bis 1024 ist zu, ja. und der Rest da drin sind. Ach, das ist schreibgeschützt, oder? Das sind Schreibgeschützt, ja. sind Schreibgeschützt. Ja. Das Grundprogramm, da wir das Grundprogramm sowieso brauchen zum Testen, ja. müssen wir jedes Mal ein Algorithmus fahren mit 15 Minuten, um die zum bisschen tausendsten Mal nochmal auszurechnen. Deswegen nehmen wir lieber Bartolin und sehen das. Ja. Da haben wir mehr davon. Ja. Das Bartolin lässt sich ein Algorithmus programmieren. Also wir haben auf unserer Trommel in der zweiten Hälfte den Act5-Compiler, darüber dann die Arithmetik-Routine. Ganz unten den Lader und dann können wir kleine Act5-Programme, also brauchen die Maschine bloß einzuschalten, wenn der Compiler nicht zerschossen ist. Wir haben Hochgeschwindigkeitshebel von Ferranti. Also wenn ja, der Fazit von Stanzer, Ferranti war der Laser. Ja, Stanzer haben wir von Vexoride. Von Frieden haben wir entschieden. Nee, das Algo, wie gesagt, das läuft, aber. Ja. Gut, da muss man auch wissen, wie, nicht? Das ja, ist ja nicht einfach bloß so zu bedienen. Die meisten, die besuchen, die wollen diese Röhren sehen, die ja. wollen dann das Bad nicht hören oder überhaupt eine Melodie, ja. weil man dann auch gleichzeitig die Flipflops sieht, wie die Wetten packt, damit ja. ja, das interessiert natürlich dann auch, weil wir machen ja auch Musik mit unseren Maschinen, nicht? Also wir könnten das auch hinprogrammieren, dass wir den das Grundprogramm verschieben, aber ja. Ja, ja. Wir gerade erst, vielleicht können wir dann, das hat auch viel mehr Arbeit, die Finger drin machen. Ja. Das glaube ich, ne? Und wenn vielleicht jetzt müsste kommen. Hier geht natürlich auch. Hier sehen Sie bloß die hoch, die Hochzähne. Wenn ich das mache, dann ist das ein Lied. Ja. Ja, das ist mir egal. Also. Lassen Sie mal sich lieber an. Aber Sie sehen, wie er hoch ja. läuft, ja. Das Ganze geht natürlich auch schneller. Jetzt ist es so gemacht, dass die, deswegen sehen Sie noch die oberen, dass die Trommel quasi elektrisch stillsteht, weil es ist so gemacht, dass die Worte sind so hingelegt, immer um 31 verschoben, ja. dass eine Zykluszeit ist genauso lang, sodass die nächste Adresse mit gerade unter dem Kopf. Ja. Deswegen ja. pfeift die hoch, ist also in der Art optimiert. Ja. Was sind denn das für Geräusche, die man da jetzt hört? Sind das Ach so. Das nutzen wir da ja. aus. Ja. Ach du, was hier irgendwie ist. Das kriegst du mit Album nicht hin. Nee, da muss man Maschinensprache programmieren. Das ganze Ding immer in Bringung, ja. insbesondere wenn Schwaben da sind. Und was steuert der Lautsprecher an? Welche Auswahl? Wir haben einfach den Umlaufgriff genommen. Wobei ich dazu sagen muss, dass das Programm ist original seinerzeit von zumindest mitgeliefert worden, als wofür geht. Also der nackte Bildstrom von der Trommel dann? Nein, der Zugriff. Aber das ist wurscht. Der große Hinlang ist eigentlich egal. In dem ja. ganzen Elektronikablauf. Sie müssen ja. nur die Stelle müssen halt konstant beibehalten, ja. müssen halt die Befehle so machen, dass es eben stimmt. Und wenn sie die Töne kriegen sie hin, weil sie genau mit den Adressen so operieren, dass ja. wenn sie eine doppelte Zugriffszeit haben, dann kommt auch ein anderer Ton raus. Ja. Das ist ja. ein bisschen, naja. Aber es ist dann immerhin von dem Zug, das war damals ein Spitzenmann ja. Von bei Zuse. Das ist relativ adressiert und mit, sodass, also da kann man zum Beispiel Ton, wenn es kein Musiker ist, ja. aber G oder sowas, das ja. ist dann G, also als Pseudo-Befehl, ja. dann
addiere, Formeladresse. Ja. Da können Sie natürlich dann bei dem Assembler schreiben B, also Bringe, ja. Also NA wurde zu Bringe gemacht. Ja. Ja. Also insofern ist der Freiburger Code nahe für Intenco. Ja, aber Sie haben ja Mikro, also funktionale Bits, das ist ja dann schon sehr mühsam. Deswegen hat man da die symbolischen Befehle dazu definiert. Eigentlich nur wegen Schreibwaffen. Ja, genau. Ja. Dann ist es eine Zwei-Adressmaschine. Sie haben ja immer die Adresse an den Befehl. Ja. Dann haben Sie die Schnellspeicheradresse, ja. Deswegen sehen wir hier also 1 bis 31, ja. 16, 1, 2, 4, 6, 4, 8, 16. Mhm. Und das ist die Trommel. Ja. Deswegen heißt der Befehl immer Befehl S plus T, also ja. Befehl, Schnellspeicher ja. plus Trommel, ach, S und T, ja. Und die konnte nur rechnen in den Speicher 4 und in den Speicher 2, wesentlich also 4, ja. nämlich den Akkumulator, während die R ja. konnte in jeden Ja. Das hat ungefähr einen Faktor 6 schneller gemacht. Aber es sind deswegen ja auch nicht alle Schnellspeicher besetzt. Da gibt es ja auch funktionale Speicher. Ja, Beispiel, 0 hat immer 0. Nee, ja, zum Beispiel, das ist zum Beispiel der Speicher 17. Dieser Schalter. Ja. Den hat man dann benutzt. Also die Adresse sind die Schnellspeicheradresse ja. 17. Ja. Es sind also 31 Adressen, ja. aber es sind nur Befehle echt ein paar weniger. Ja, genau. Und das ist zum Beispiel der 17er. Die Adresse 17, und da konnte man, wenn man ein Algol-Programm oder ein anderes Programm, ja. völlig wurscht, abfragen und Programmlauf irgendwas enden. Konvergiert oder ja. so ähnlich, das hat ja keinen Sinn, 2 Stunden zu rechnen, ja. und es passiert ja nichts. Da ja. konnte man solche Prüfprinzipien, also if, ich mache es mal, ja. Pseudocode, if Schalter 17 gleich ja, 1, ja. dann ja, drücke ja. bitte. Mhm. Ja. Hat man hier so. Das gab es übrigens später bei den Großrechnern. Im auch. Sinne 4004 ja. Gab es so ein Panel, wo auch solche Prüfschreiber so, ja. Ja. Also es ist eigentlich nichts dazugekommen, von der Idee ja. her. Ja, ja. Also klar, weil von Neumann war der einzige Informatiker, der was erfunden hat. Ne? Ja. Und nachher die Physiker. Ja, na gut, die Halbleitertechniker haben so ist es. Aber die Software-Leute haben eigentlich... Das hören Sie nicht gerne. Die da ich zu den Ältesten gehöre, bin ich also mitschuldig. Ja. Das ist eigentlich nichts dazu. Wenn man beginnt heute mit CK schreibt, merken Sie die Compiler immer noch. Aber jetzt wird es langsam lange. Ja. Ja. Das muss doch jeden Schwaben nerven, oder? Nämlich sowohl die Ein- als auch die Ausgabe. Deswegen macht man das hier drauf jetzt. Ja. Und das ist also, wie gesagt, jetzt der Schnellspeicher. Und die Schnellspeicheradresse 20. Ja. An Vita 1700 gibt es also auch nicht. Ja. Mhm. Also brauche ich jetzt eigentlich nur machen NA A 20. Also ich mache jetzt nicht nur geil. Ich lese jetzt wirklich nur ein. Ja. Also Vorwärtssprünge muss er beim Einpass-Compiler erstmal muss er sich merken, ja. Deswegen sind auch die eigentlichen Algol-Befehle, damit er sie sofort erkennt, sind Apostroph. Ja.
vereinfacht die Kompilation. Ja, Sonne kennen wir auch. War ein bisschen leiser. Ja. Das ist jetzt auch eine ganz raffinierte Geschichte. Ja. Wenn die Maschine zu warm wird, das merkt er ja, dann muss er den Kompressor einschalten. Ach, und da hat es gerade gestoppt, ja, oder? Da es dann natürlich im Netz Stöße gibt, die eventuell umschmeißen, nicht gut so gerecht. Ja. Er stoppt die Maschine, schaltet den Kompressor ein und rechnet dann weiter. Und beim Kompressor abschalten ist es gleich das Gleiche. Das heißt, die Netzschwankungen, die Netzstöße, macht er allein durch stille Halten. Ja, ja. Schaltet die Anodenspannung kurz ab, oder? Nee, er stoppt nur. Mhm.